während den Anfängen, dass kleine, durchgeknallte Gruppen von Nazis andere Leute von so einem Schwachsinn überzeugen und damit eben an unserer Demokratie und an unserem Rechtsstaat anfangen rumzusägen. Es ist eben nicht weniger als das, auch wenn sich das ein bisschen groß anhört. Wenn du dich nicht bekehren lässt, werde ich dich vernichten. Wenn es die atmosphärischen Bedingungen erlauben, ist der Himmel auch noch komplett blau. Du bezahlst jetzt den Preis für dein uneinsichtiges Verhalten. Erst jetzt, da dein Ende naht, hast du die Dinge erkannt. Dass 80% der Menschen, die behaupten, dass es Chemtrails gäbe, sind Nazis. Du junger Narr. Niemand sprüht irgendwas aus irgendwelchem Grund und auch kein Gift. Und deswegen ist es wichtig, dass man sagt, dass es A, keine Chemtrails gibt.